So, und da sind wir wieder dabei in Minecraft. Wir haben ein schönes Schläfchen gehalten in der Pausenfolge, in der Folgenpause, so rum. Und werden jetzt hier mal, genau, weitere Viecher sammeln. Das war doch unser Plan. Ich kann erstmal das Tor hier einsetzen. Bisschen schneller bitte. Und dann werden wir mal sehen, ob wir hier noch für jedes dieser armen kleinen Viecher ein zweites rankriegen werden. Wir nehmen erstmal die Axt. Upp, kaputt. Und ja, das ist jetzt. Ich meine, man kann es benutzen, ne? Ist aber weniger sinnvoll, als man so erwartet hätte. Meine Güte. Scheiß Koordination. So, dahin. So, also wir schnappen uns hier unseren Weizen. Okay, er kann nicht mehr sprinten. Ach so, weil wir übel Hunger haben. Also müssen wir was fressen. Im Laufen, wir haben keine Zeit. Das war furchtbar ungesund, im Laufen was zu essen. Soll ja eigentlich sogar ziemlich, naja, das heißt ziemlich. Es soll jetzt nicht so schön sein, im Stehen was zu essen, weil ich habe mal irgendwo gelesen, dass der Körper eine Mahlzeit nur dann wirklich vollständig als solche wahrnimmt, wenn man wirklich dabei sitzt oder zumindest eine halbwegs ruhende Position einnimmt. Das heißt, wenn man dabei rumsteht irgendwo in der Botanik, kann der Körper das nicht so wirklich genießen und verdaut das höchstwahrscheinlich schlechter. Das heißt, immer schön an den Tisch setzen und dort essen. Nicht irgendwo im Stehen oder vor dem Computer oder so essen. Das geht ja gar nicht. Oh, Krümel. Aber man sollte ja auch immer auf seine Ernährung achten. Was sind das? Ach so. Diese allgemeinen Löcher in der Landschaft, habe ich das Gefühl. Hinten ist also eine Schlucht. Was ist hier noch? Tiefe Höhlen. Hier unten drunter sind noch Höhlen. Eigentlich sind hier überall irgendwo unten drunter Höhlen. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Hier ist auch so was wie eine Höhle. Die will ich nicht. Die Kuh ist aber auch. Kuh? Reagierst du darauf? Hallo Kuh. Hier? 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 Kuh? Jetzt bist du wieder scharf geworden, ne? Scheiß Viecher. Völlig abhängig von Nahrungsmitteln. Ja, eigentlich ist es ja so, dass man andauernd von irgendwas abhängig ist. Und wenn überhaupt, dann zumindest von den Grundbedürfnissen. Ich meine, kann man abhängig von Luft sein? Ich meine, wie ist eine Abhängigkeit überhaupt definiert? Ja doch, eigentlich ist man ja von Luft abhängig, aber jetzt nicht süchtig, oder? Ich weiß jetzt überhaupt nicht, wie eine Sucht definiert ist, aber eigentlich versteht man ja da im allgemeinen Sprachgebrauch drunter etwas, was man sich quasi erworben hat. Also man ist ja quasi süchtig, man sieht jetzt die Anführungsstriche, nach Luft, schon von Geburt an. Na gut, eigentlich schon davor, aber das nur indirekt. Aber man kann jetzt nach Drogen süchtig sein, aber das nicht von Geburt an. Also, ich meine, es soll zwar Fälle geben, wo sowas geschehen ist, aber das ist doch dann eher unschön. Und es ist auch unschön, dass es hier keine Schafe gibt. Nee, also was ich meinte, dass eigentlich im normalen Sprachgebrauch eine Sucht als sowas bezeichnet wird, was man sich quasi selbst angeeignet hat. Inwiefern man jetzt daran die Schuld trägt oder nicht, ist auch wieder so eine Frage. Abhängigkeiten existieren immer. Da ist eigentlich jeder Mensch von irgendwas abhängig. Also mir würde jetzt nichts einfallen, von dem er nicht abhängig ist. Nee, andersrum. Oder? Also mir fällt nichts ein, wo. Mir fällt kein Beispiel ein, wo ein Mensch wirklich völlig unabhängig von all möglichen Sachen wäre. Genau so rum wollte ich das formulieren. Ja, wir sind hier zurzeit abhängig von Schafen. Na gut, eigentlich auch nicht. Wir können uns ja aus Spinnenseite lustige Wolle klöppeln. Aber da ich nicht Lust habe, die ganze Zeit irgendwelche Spinnen umzubringen, müssen wir uns halt hier ein paar Schafe suchen. Wo wir gerade bei Spinnen sind, da war eine. Hier im Wald gibt es natürlich keine Schafe. Ach, ich suche Schafe, ich suche Schafe. Ich suche auch noch Hühner. Also besser gesagt Hühnereier. Und Kürbisse suche ich auch noch. Und Melonen. Und Hoffnung und Anstand. Und überhaupt einen Sinn. Das ist zumindest ein Huhn.
Entweder legt er es jetzt freiwillig ein Ei oder ich operiere das mit dieser komischen Steinaxt aus seinen Hintern heraus. Legst du ein Ei? Hast du vielleicht ein Ei gelegt? Hier sind noch mehr Hühner. Irgendeins von euch muss doch mal irgendwann ein Ei legen. Was mich eigentlich fragt, wenn man Hühner paaren lässt, kommt dann ein Ei raus oder ein kleines Huhn? Da kommt ein kleines Huhn raus, also kein Ei. Ach, Hühner folgen eigentlich jetzt auch. Ja, aber Leute, ich weiß erstmal gar nicht mehr, wohin ich zurück muss. Und zweitens hätte ich euch lieber ein Ei vor mit dabei. Ihr habt mich sowieso schon seit kürzeren gefragt, wie ich ein Schaf von hier bitte in die Wüste wieder zurückbekommen soll. Da habe ich auch noch keine Ahnung von. Zumindest gibt es hier Hühner. Ich könnte jetzt diese ganzen Hühner abschlachten, nur um von den Eiern zu bekommen. Die können aber auch freiwillig mal eins legen. Da oben ist ein Schaf, da oben ist ein Schaf, da oben ist ein Schaf. Gut, Hühner müssen warten. Oder ich schlachte die jetzt alle ab und hole mir das Schaf, ja. Das ist zwar jetzt nicht schön, aber es stellt einen, sagen wir so, Lebenspunkt dar. Na gut, einen Inhalt des Lebens. Dass halt auch anderes Leben beendet werden muss. Da haben natürlich keine Eier ausgespuckt, na egal. Ich meine, manch einer mag jetzt gegen sowas sein und sagen, bring doch keine Viecher um und sowas. Aber letzten Endes muss man das wieder aufgrund dieser Abhängigkeiten tun. Man muss anderen irgendwo das Leben nehmen, um sein eigenes fortführen zu können. Ich meine, man kann jetzt vegetarisch leben und so weiter und so fort, aber eine Pflanze hat ja auch irgendwo ein Leben. Und das muss man ja auch irgendwie entreißen. Wäre schön, wenn dieses Huhn, was da noch lebt, ein Ei ausspucken würde, aber das macht es bestimmt nicht. Komm her, du Schaf. Ich hoffe auch, ich gehe in die richtige Richtung. Ja. Und dieses Schaf wird nicht geschlachtet. Das soll uns nämlich Wolle liefern. Irgendwann mal. Hier ist ein Loch, fallt dann ja nicht rein, Schaf. Wir gehen mal weiter hier hoch. Graben uns mal kurz durch diesen Baum. So, Schafi, Schafi, komm hier hoch. Und ich denke, hinter diesem Berg dort ist unsere Bude. Also unsere Wüste, unser Dorf, unser ähnliches. Komm, Schafi, Schafi, Schafi. Ja, zum Thema vorher nochmal zurückzukommen. Es wurde ja mal irgendwo in der Zeitung darüber, was heißt jetzt geschrieben, also quasi angeprangert wurde das schon, dass es mal an einer Schule eine, sag ich mal, Kaninchenschlachtung gab. Das war eine Grundschule und man wollte den Kindern halt mal zeigen, wie das denn so mit der Lebensmittelherstellung funktioniert. Ich meine, an sich ist das ja nichts Falsches. Komm her, du Kuh, vielleicht kann ich dich auch gleich mitnehmen. Ich meine, ich habe mich auch am ersten Moment so ein bisschen drüber aufgeregt, weil es sollen ja wohl einigen der Kiddies doch ein bisschen die argen Tränen gekommen sein, als da das süße Knuddelkaninchen vor ihren Augen quasi auseinandergenommen wurde. Aber irgendwie ist es ja doch richtig, weil es stellt ja einen Teil des verdammten Lebens dar. Und irgendwann muss man ja mit der Wahrheit mal konfrontiert werden. Ich meine, Kaninchenbraten kommt ja nicht von irgendwas. Ja, es ist schon krass, wenn man irgendwelchen, keine Ahnung, 10-Jährigen ihr vermutlich liebstes Haustier vor der Nase auseinandernimmt. Aber ich meine, so war das früher, so ist das auch heute. Hier ist eine Schlucht. Und so wird das auch noch irgendwie bleiben, eine ganze Weile lang, so wie ich das einschätzen kann. Okay, das war die U-Bahn. Ja. Aber, naja, man versucht sich halt so als Lebewesen durch das Leben zu schlagen. Jetzt habe ich noch eine Kuh am Stissel, aber das Schaf nicht mehr. Komm her, Schaf. Wenn ich erstmal dieses zweite Schaf irgendwo im Dorf habe, dann bin ich erstmal glücklich. Halbwegs. Schaf, kommst du mit? Schaf. Hat jemand das Schaf gesehen? Wo zur Hölle ist das Schaf hin? Verdammt. Das ist doch nicht etwa Schafi? Schafi? Nee.
Ich habe jetzt nur zwei blöde Kühe, ich will ein Schaf wieder haben. Hier ist es doch noch irgendwo. Schafi, Schafi, Schafi. Schafi, es wird dunkel, mach keine Zicken. Hilfe. Wo zur Hölle? Da bist du endlich, na komm her. Oh Gott. Gleich wird's böse, es wird so böse. Aber jetzt habe ich einen Haufen Viecher am Start, die will ich nicht verlieren. Kommt her, lauft schneller. Hallo, ich krieg langsam die Panik, ihr müsst euch beeilen. Los, wir haben es nicht mehr weit. Schafi, du dummes Schaf, komm her. Nein, das mit dumm war nicht so gemeint. Komm bitte hinterher, komm, folge mir. Oh Mann, die Regenbogenkatze steht schon hoch am Himmel. Und das Schaf kommt nicht. Und hier werden gleich Viecher auftauchen. Ich habe keinen Bock darauf. Komm. Ja, du Schaf. Meine Güte. Muss man die Leute wieder bitten hier. Kommt, 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 kommt bitte. Nein, lauft schneller. Mann, bleib nicht dumm stehen hier. Ey. Lauf nicht weg, lauf nicht weg. Oh mein Gott, das wird immer dunkler. Schafi, komm her. Wir haben auch zwei Schweine am Start, das ist ja wunderschön, aber wenn wir gleich in die Luft fliegen, nützen das relativ wenig. Komm, 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 komm. Wini, 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 wini. Wini, 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 wini. Oh Gott, das wird so grausam. Hier hast du doch schon wieder Zombies, Hilfe. Ich kann auch nicht den Weizen aus der Hand legen, weil da folgen mir die Viecher nicht mehr. Da unten sind wir doch schon, da unten ist es hell. Dort ist die Rettung. Bitte kein Creeper, bitte kein Creeper. Ein Enderman, der ist mir egal. Zombies, Bogenschützen, tralala. Kann ich nein, Schaf, nein. Das ist eine verdammt heikle Mission hier und komm jetzt her. Und komm bitte her. Schafi, nein, nein, nicht darüber, nein, 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 Schafi, Schafi, nein. Schafi, Schafi, bitte, Schafi. Schafi, bitte, komm, komm, komm ran. Da unten läuft ein blöder... Oh, Schaf, komm her. Na, endlich, los, los, los. Hilfe, Haufen Spinnen, Haufen Kacke. Oh Mann. Los, komm bitte ran, komm bitte ran. Oh mein Gott. Ich darf ja auch noch den Enderman nicht angucken. Oh Gott, ist auch noch das hier. So, ich mache hier schon ein Loch rein. Nehme ich wieder das Getreide. Klar. Los, komm dran. Ihr Viecher, kommt, 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 kommt. Nicht den Enderman angucken. Enderman, lass mein Schaf rein. So, das Schwein hier soll jetzt auch noch reinkommen. Ich will den Enderman nicht angucken. Der Enderman ist draußen, die Schafe sind drinnen. Ich mache die Tür zu. Puh. Und werde mich jetzt ganz, ganz fix ins Bett begeben. Hey, das hat ja nochmal gut geklappt. Wir sind keinen Creeper begegnet. Obwohl jetzt hier in der Stadt auch welche sein können. Die Dorfwohner sind immer noch verschwunden. Das wurden höchstwahrscheinlich auch zu scheiße in der Gegend hier. Eieiei. Und ich gehe erstmal ganz, ganz fix ins Bett. Und werde hier einen schönen Schlafi-Schlafi machen. Eieiei. So, ein neuer Morgen, ein neuer Tag beginnt. Wunderschön, wunderschön. Dort draußen brennen die bösen Viecher. Das ist auch wunderschön. Die Endermen sind noch am Start. Und wir haben hier lustig Schafis und eine Spinne. Komm her, du Mistvieh. You will suffer greatly. Nein, Schafi. Schafi, nein. Böse Schafi. Habe ich noch einen Sandblock irgendwo? Ja. Ach, scheiß Enderman. Gehen wir nicht auf den Trichter. So, jetzt würde ich erstmal sagen, machen wir mehr Schafis. Schafi und Schafi. Oh, wie schön. Jetzt haben wir ein kleines Schaf produziert. Und Schweini, Schweini macht schon mal ein kleines Schweini. Und Kui, Kui macht mal eine kleine Kui. Na, wunderschön. Sehr, sehr schön. Ach ja. Jetzt müssen wir den ganzen Viecher nur noch was zu essen geben, weil sonst funktioniert das hier nicht.
Kann ich jetzt hier wieder raus? So ganz unbedarft. So. Mache ich den Sandblock mal weg. Und wir können hier in Anbetracht unserer wunderschönen Viehzucht mit Clipping-Federschafen diese Folge mal beenden. Und wir werden uns dann in der nächsten Folge wiedersehen, wenn es darum geht, keine Ahnung, neuen Scheiß anzustellen. Und bis dahin erstmal tschüss.